Sabine Frassel ist ein Alltagspaparazzi. Sie beobachtet ihre Umgebung und kreiert Charaktere, die jedem von uns schon einmal begegnet sind. Ob das der betrunkene Postbote zu Weihnachten ist, die gesprächige Putzfrau oder eine alte Bekannte, die man eigentlich nie mochte. Ja, Lottchen, wie geht's dir denn? Ja, du, mir geht's gut, ich kann nicht klagen. Ich arbeite in einem Institut, das für Genforschung und Blut- und Harnanalysen zuständig ist. Nein, ich arbeite nicht im Team. Ich arbeite alleine, immer von 17 bis 19 Uhr, ja. Man nennt mich Mrs. Proper. Heute treten hier die Alltagspaparazzis in Biedermannsdorf auf. Was erwarten Sie sich? Ja, hier erwarten wir wieder einen lustigen Abend. Ich kenne sie ja schon, die Frau Frassel ist schon öfters aufgetreten. Und das ist wirklich sehenswert und ich erwarte wirklich einen lustigen, interessanten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie zu meinem Vortrag über das Nasenbohren, das sogenannte Popeln, heute hier so zahlreich erschienen sind. Es gibt ja kaum jemanden, der sich nicht mit dem Popeln beschäftigt. Ich habe lange wissenschaftliche Studien hinter mir und auch in vielen Selbstversuchen etliche Erfahrungen sammeln können. Benutzt wird zum Nasenbohren der Zeigefinger, da der Mittelfinger doch ein bisschen zu dick ist. Dieser wird gestreckt in das Nasenloch eingeführt. Dabei spielt aber auch die Mimik eine ganz wichtige Rolle. Das Gesicht wird nach unten gezogen, sowie der Mundwinkel, um die Strecke frei zu machen. Wie kommen Sie auf die Ideen oder wie entsteht das Programm? Beobachten, ja, beobachten Leute, beobachten Situationen, beobachten, das ist mein Motto. Deshalb auch Alltagspaparazzi. Paparazzi verfolgen normalerweise die Prominenten, das interessiert mich nicht wirklich. Ich interessiere mich für alle Menschen in meiner Umgebung und für die Situationen. Und um diese Situationen und Menschen herum schreibe ich dann meine Geschichte. Das kann vorkommen, Herr Sebastian, ja. Wenn's mal bitte da beim Kreuz haben's das vom Schreiben. Unterschreiben da, ja, danke, schön Wünsche. Danke, Wünsche, ein frohes Weihnachtsfest. Dann haben's vielleicht das schon ab.